Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Wenn wir mal auf den Zeitplan schauen, dann sehen wir, dass wir an sich mit dem Stoff durch sind. Ich hatte ja vorher schon angekündigt, dass wir in der letzten Woche keinen neuen Stoff mehr machen. Von daher wird es heute eine ganz kurze Vorlesung geben. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, aber ich hatte Ihnen angeboten, am kommenden Freitag wieder Fragen zu beantworten, aber bis jetzt keine eingegangen. Von daher wird es am Freitag potenziell auch ein bisschen kürzer. Heute zeige ich Ihnen ein paar beispielhafte Klausurfragen, und zwar in Bezug auf das Übungsblatt, das wir letzten Freitag gemacht haben, ne? Damit Sie mal sehen, wie Klausuraufgaben aussehen könnten, bei Sachen, die Sie schon behandelt haben. Ne? Einfach damit Sie den Unterschied zu den Übungsaufgaben sehen. Wie ich am Freitag schon gesagt habe, in den Übungsaufgaben habe ich ganz bewusst viele offen gestellte Fragen drin gehabt, weil einfach um keine, wenn man da keine Musterlösung vorgibt, dann können Sie freier assoziieren, können Sie kreativer sein. Aber das Wichtige ist, das, was Sie verstanden haben müssen und was Sie gelernt haben müssen für die Klausur, ist aber äquivalent, ne? Es ist das Gleiche, egal ob Sie es in den Übungsaufgaben verstehen oder in den Klausuraufgaben. Also Sie werden sehen, die Klausuraufgaben sehen schon anders aus, aber das Verständnis, das Sie zeigen müssen, ist das Gleiche, ne? Von daher habe ich ganz bewusst ein anderes Format in der Klausur gewählt als in den Übungsaufgaben. In der Übung hatten wir drei verschiedene. Ein Wort noch zu Freitag. Am Freitag, wenn ich keine Fragen mehr bekomme, werde ich einfach nur nochmal, so zur Verfügung stehen, falls Sie noch irgendwelche letzten Fragen zur Klausur haben. Und ich werde Ihnen am Freitag auch noch ein bisschen, am Freitag da halt die letzten Infos noch zur E-Klausur geben. Ne? Mit Ihnen den Ablauf durchgehen, wie es genau funktioniert, und auch ein paar Bilder, wie diese E-Klausur dann aussieht, ne? Damit Sie dann nicht mehr bei der Klausur zum ersten Mal davor sitzen. Aber jetzt zu den Probeaufgaben. Wir hatten ja eine Aufgabe mit den Unfalltodesraten. Genau, und die habe ich mal so formuliert. Gegeben ist folgendes Schätzergebnis für US-Bundesländer. Ein Sternchen steht für Signifikanz auf dem 5%-Niveau. Genau, da haben wir das Schätzergebnis. Das lese ich jetzt nicht vor. Hierbei steht Unfall für die Rate der tödlichen Unfälle, Preis für den durchschnittlichen Alkoholpreis, Mindestalter für das Mindestalter, um legal Alkohol trinken zu dürfen, Gefängnis für den Mindestgefängnisaufenthalt bei erster Verurteilung für Trunkenheit am Steuer, Führerschein für die Mindestdauer des Führerscheinentzugs bei erster Verurteilung für Trunkenheit am Steuer. Genau. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, ob sie mit den obigen Ergebnissen vereinbar ist, und das wäre ein W für wahr oder nicht, F für falsch. Und da haben Sie dann vier Aussagen stehen und müssen dann für jede anklicken, ob es sie übereinstimmt mit dem, was Sie oben sehen oder nicht. Und was Sie in der Klausur natürlich nicht haben werden, ist das hier. Das ist jetzt die Lösung, die ich Ihnen vorgegeben habe. Wir können es ja mal Stück für Stück durchgehen. Frage für Frage. Erste Aussage wäre, der marginale Effekt des Alkoholpreises auf die Rate der tödlichen Unfälle ist konstant. Was ist der marginale Effekt des Alkoholpreises auf die Rate der tödlichen Unfälle? Der marginale Effekt steckt einmal hier drin, in diesem negativen, aber auch hier drin, in dieser Interaktion. Und nochmal hier drin, in dieser Interaktion. Ne?
Und wenn wir da den Marginaleffekt aufschreiben, machen wir das mal hier in Marginaleffekt vom Preis ist minus 0,57. Ach ja, und in der Klausur werden Sie natürlich auch Schmierpapier haben, damit Sie solche Überlegungen sich irgendwo aufschreiben können. Dann 0,67 mal Alter plus 0,37 mal Führerschein. Das ist der marginale Effekt des Alkoholpreises auf die Rate der tödlichen Unfälle. Das ist alles andere als konstant, ne? Konstant wäre er, wenn hier nur diese Zahl wäre, ne? Dann hätte man nämlich eine Gerade und eine Gerade hat eine konstante Steigung. Aber dadurch, dass wir hier mal Alter und mal Führerschein drinstecken haben, ist der Marginaleffekt nicht konstant und daher ist die Aussage falsch, ganz eindeutig. Das rette ich mal weg, damit wir wieder Platz für Notizen haben. Deswegen hier falsch. Zweite Aussage: Je höher das Mindestalter in einem Bundesland, desto schwächer wirkt sich das Preisniveau negativ auf die Unfallrate aus. Jetzt hätte ich es stehen lassen können. So, je höher das Mindestalter in einem Bundesland, desto schwächer wirkt sich das Preisniveau negativ auf die Unfallrate aus. Wenn Sie sich den marginalen Effekt des Preises nochmal explizit aufschreiben, dann sehen Sie, dass an sich, ich mache die Linie nochmal weg. An sich, für sich genommen, haben wir einen negativen Effekt des Preises. Das heißt, je teurer Alkohol im Durchschnitt ist, desto niedriger ist die Unfalltodesrate. Aber wir sehen hier ein positives Vorzeichen bei der Interaktion im Preis. Das heißt, wenn wir dann einsetzen, hier für Mindestalter, sehen wir, dass, wenn Sie das explizit machen, sehen Sie, dass dieser negative Effekt von Preis immer weniger negativ wird, je höher das Mindestalter. Ja, und das ist eben bedingt durch dieses Vorzeichen. Und daher ist diese Aussage wahr, deswegen hier W. Drittens, der negative Effekt des Führerscheinentzugs wird mit sinkendem Alkoholpreis immer schwächer. So, jetzt geht es um einen anderen marginalen Effekt, nämlich den marginalen Effekt des Führerscheinentzugs. Das ist minus 0,49 plus 0,37 mal Preis. Okay. Und ja, wir sehen an sich, haben wir einen negativen Effekt und ja, sinkender Alkoholpreis, das heißt, wir setzen hier was ein, was immer kleiner wird, dann wird der gesamte Term hier kleiner. Und dann wird das gesamte weniger negativ. Ne? Weil wir haben hier was wir haben hier was Negatives und addieren was Positives dazu. Aber das, was wir positiv dazu addieren, wird immer kleiner, wenn der Preis kleiner wird. Ne? Und deswegen ist die Aussage wahr. Der negative Effekt des Führerscheinentzugs wird mit sinkendem Alkoholpreis immer schwächer. Wegradieren, dass wir wieder Platz haben. Das hier oben auch. So, die nächste Aussage. Der Koeffizient von Preis, nämlich der minus 5,7, minus 0,57, beschreibt den Effekt einer Preisänderung auf die Unfallrate, wenn es kein Mindestalter für Alkoholkonsum gibt und der Führerschein bei erster Trunkenheit am Steuer nicht entzogen wird. Okay. Ja, hierzu können Sie sich wieder den marginalen Effekt von Preis aufschreiben und sich überlegen, ob diese minus 0,57 wirklich eine separate Interpretation hat. Ja, hat sie, nämlich wenn wir hier eine 0 einsetzen und hier eine 0 einsetzen. Und eine 0 bei Mindestalter bedeutet tatsächlich, ja, wenn wir kein Mindestalter für Alkoholkonsum haben. Und eine 0 hier bei Führerschein bedeutet, wenn der Führerschein bei erster Trunkenheit am Steuer nicht entzogen wird.
Und dann, wenn diese beiden gleichzeitig 0 sind, dann können wir die minus 0,57 für sich genommen interpretieren, nämlich als den marginalen Effekt einer Preisänderung auf die Unfalltodesrate. Okay? Von daher ist die Aussage wahr. Sie merken, ja, ich habe hier relativ zufällig gemischt. Statistisch gesehen ist es anscheinend bei Multiple-Choice-Klausuren so, dass also die meisten solchen Viererblöcke sind gleichmäßig gemischt, dass es zwei wahr, zwei falsch gibt. Aber das gebe ich Ihnen nicht vor. Ne? Also alles ist möglich. Es können alle vier wahr sein, es können alle vier falsch sein und alles, was dazwischen ist, ist auch möglich. So dass Sie sich darüber schon mal gar keine Gedanken zu machen brauchen, sondern tatsächlich Inhalte lernen können für die Klausur. Schauen wir uns die nächste Frage an. Gegeben ist folgendes Schätzergebnis für US-Bundesländer wieder. Auch hier wieder Unfalltodesrate. Hierbei steht Unfall für die Rate der tödlichen Unfälle, Standards für eine Haftungsreform, die höhere Standards der Beweisführung einführt als Dummy. Arbeitslosigkeit für die durchschnittliche Arbeitslosigkeit im Land I, Einkommen für Pro-Kopf-Einkommen in Land I und Betten für die Pro-Kopf-Versorgung mit Krankenhausbetten in Land I. So, wir sehen, ich habe hier noch einen Interaktionsterm eingefügt, den wir in der Übungsaufgabe nicht hatten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Dieser Teil der Gleichung, wie er jetzt in dieser Klausuraufgabe drin steht, ist völlig fiktiv. aber die Aussagen unten beziehen sich auf diese fiktive Gleichung. Das heißt, es bringt Ihnen nicht wirklich, also es bringt Ihnen nichts, wenn Sie Ergebnisse von Aufgaben von Artikeln, von Forschung irgendwie auswendig lernen. Ne? Also wenn Sie sich merken, dass Arbeitslosigkeit irgendwie einen negativen Effekt hatte bei Reformen zur Beweisführung. Ne? Also das will ich wirklich entmutigen. Entmutigen? Das klingt komisch. Ich will nicht, dass Sie Ergebnisse auswendig lernen. Ich will, dass Sie das Prinzip dahinter verstehen. Von daher kann hier eine völlig fiktive Gleichung stehen, aber es kommt darauf an, dass Sie diese dann richtig interpretieren können. Okay? Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, ob sie mit den obigen Ergebnissen vereinbar ist, W oder nicht, F. Erste Aussage: In Ländern mit hohem Einkommen wird durch die Reform eher eine Erhöhung im Angebot an risikoreduzierenden Produkten induziert, als in Ländern mit niedrigem Einkommen. Warum ist diese Aussage wahr? In der Vorlesung hatten wir ja gesagt, diese ganzen Haftungsreformen sind dadurch gekennzeichnet, dass dass es schwerer wird, Schädiger dran zu kriegen quasi. Und da könnte man sich eben aus theoretischer Sicht, das ist etwas, was Sie lernen können. Da könnte man aus theoretischer Sicht erwarten. Ah, okay. Neue Abkürzung gelernt. Da könnte man aus theoretischer Sicht erwarten, dass es entweder einen positiven Effekt auf die Unfalltodesrate gibt, nämlich indem das Angebot an risikoreduzierenden Produkten oder Dienstleistungen erhöht wird. Oder man könnte einen negativen Effekt erwarten, weil natürlich die potenziellen Schädiger weniger Kosten erwarten, wenn sie mal fahrlässig sind und einen Unfall verursachen. Und diese Aussage hier bezieht sich genau auf diese Gegenüberstellung, nämlich auf dieses Plus. Ne? So, und wie hängt das zusammen? Okay, durch die Reform, das heißt, es geht hier um den Effekt der Reform, den marginalen Effekt der Reform. Schreiben wir mal auf. Minus 0,03, minus 0,37 mal Einkommen, ne? Weil wir hier diese Interaktion haben. Und dann setzen Sie einfach mal ein. Ein niedriges Einkommen
und ein hohes Einkommen. Und was sehen wir? Bei einem wenn wir ein niedriges Einkommen einsetzen, dann ist dieser Term hier eher klein und der Gesamtterm ist eher klein negativ. Und wenn wir hier bei Einkommen was Großes einsetzen, dann wird das Gesamte hier auch eher groß. Das heißt, das Gesamte ist groß negativ und der gesamte Marginaleffekt ist auch eher groß negativ. Ne? Das heißt, für hohe Einkommen haben wir einen stärkeren negativen Marginaleffekt. Der Reform und das ist vereinbar mit dieser Aussage, dass in Ländern mit hohem Einkommen eher eine Erhöhung im Angebot induziert wird, in Angebot an risikoreduzierenden Produkten induziert wird, als in Ländern mit niedrigem Einkommen. Zweite Aussage: Ein höheres Einkommen senkt die Unfalltodesrate in Ländern, die die Reform eingeführt haben. Okay, ein höheres Einkommen senkt die Unfalltodesrate, das heißt, es geht hier um den marginalen Effekt des Einkommens. Schreiben wir mal auf, da haben wir 0,00 von hier und dann von der Interaktion haben wir wiederum minus 0,37 und zwar mal Standard. Okay, wir wissen, Standard ist eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn die Reform in diesem Bundesland eingeführt wurde. Das heißt, in Ländern, die die Reform eingeführt haben, steht hier eine 1 und dann ist der marginale Effekt insgesamt minus 0,37, weil das hier ist 0, auch wenn es signifikant ist. Und in Ländern, die die Reform nicht eingeführt haben, haben wir hier eine 0 und dann ist der Gesamtmarginaleffekt auch 0. Okay? Und ja, das ist vereinbar mit dieser Aussage. Ein höheres Einkommen senkt die Unfalltodesrate in Ländern, die die Reform eingeführt haben. Okay? Deswegen steht hier ein B. Dritte Aussage. Je höher die Unfalltodesrate in einem Bundesland, desto mehr Krankenhausbetten werden bereitgestellt. Okay. Diese Aussage ist erstmal komisch, weil sie die Kausalität umdreht, ne? Denn eigentlich ist ja die Unfalltodesrate die abhängige Variable. Aber wenn Sie sich zurückerinnern, das sind ja streng genommen Korrelationen. Das heißt, wir können auch versuchen, das umgekehrt zu interpretieren. Und wie wäre das denn? Je mehr Unfälle, desto mehr Krankenhausbetten werden bereitgestellt. Die Aussage an sich macht ja Sinn, aber diese Aussage würde ja implizieren, dass wir eine positive Korrelation haben zwischen Unfalltodesrate und der Anzahl der Betten. Aber hier durch diesen Koeffizienten sehen wir, dass es eine negative Korrelation gibt. Ne? Je mehr Krankenhausbetten in einem Bundesland, desto niedriger ist die Unfalltodesrate. Und umgekehrt kann dann diese Korrelation auch nicht positiv sein, weil Korrelationen sind immer äquivalent, egal in welche Richtung man geht. Von daher ist diese Aussage nicht vereinbar mit dem, was wir hier in den Ergebnissen sehen. Und das Letzte, potenzielle Schädiger haben durch die Haftungsreform weniger Kosten zu erwarten, was durch den negativen Koeffizienten für Standards ausgedrückt wird, minus 0,03. Ja, potenzielle Schädiger haben durch die Haftungsreform weniger Kosten zu erwarten. Sie merken, das ist die Aussage, die bezieht sich auf die Hypothese, auf die Theorie. Und das wird durch den negativen Koeffizient für Standards ausgedrückt. Und das ist natürlich falsch, ne? Denn wenn wir tatsächlich in den Daten beobachten würden, dass dieser Effekt überwiegt, nämlich dass die Schädiger jetzt weniger Kosten zu erwarten haben, dann müsste das hier ja ein positiver Effekt sein. Ne? Dann müsste ja durch die Einführung des Standards die Unfalltodesrate hochgehen und nicht runter. Aber wir sehen ein negatives Vorzeichen und daher ist diese Aussage falsch. Okay. Dann
Noch ein drittes Beispiel für die andere Aufgabe hier, ganz bewusst ohne Zahlen, damit ja, einfach damit Sie sehen, dass wie flexibel das, also wie unterschiedlich diese Aufgaben sein können. Wir geben es folgendes statistisches Modell für US-Bundesländer wiederum. Hierbei steht Prämie für die durchschnittliche Kfz-Versicherungsprämie für Körperschäden, No Fault für die Haftungsregel, keine Haftung, wiederum ein Dummy, Bevölkerung für die Gesamtbevölkerung in Land E, Fläche für die Gesamtfläche von Land E, Einkommen für das Pro-Kopf-Einkommen in Land E. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, ob sie mit den obigen Ergebnissen vereinbar ist, W oder nicht, F. So, und Sie sehen, die Gleichung sieht schon mal ganz anders aus als in der Übungsaufgabe. Okay, erstmal, natürlich haben wir hier nur ein statistisches Modell und keine Ergebnisse. Das heißt, wir haben hier keine Zahlen stehen, sondern nur die Koeffizienten. Und deswegen ist auch überall ein Plus, weil die Koeffizienten ja auch negativ sein können. Dann als zweites sehen wir, wir haben hier nicht mehr die Bevölkerungsdichte als Variable. Also das hier ist deswegen weiche ich das ab von der Übungsaufgabe, sondern die Gesamtbevölkerung und die Gesamtfläche eines Bundeslandes. Und was ist noch anders? Dann haben wir noch eine Interaktion von Bevölkerung und Fläche. Und wir haben Einkommen drin, und zwar Einkommen quadriert auch noch. Okay? Und schauen wir uns mal die Aussagen an. Wenn wir rationale Schädiger unterstellen, sollte B größer 0 sein. Okay. B bezieht sich auf die Variable No Fault. No Fault ist ein Dummy, die den Wert 1 annimmt, wenn keine Haftung gilt. Und rationale Schädiger werden dann eher fahrlässig sein, was mit mehr Unfällen verbunden sein sollte, was wiederum mit einer höheren Prämie verbunden sein sollte. Und daher sollten wir eine positive Korrelation hier sehen, also ein B größer 0. Von daher hier gilt hier W. Okay. Sorry. So. Zweite Aussage: Je höher die Bevölkerungsdichte, desto wahrscheinlicher sind Autounfälle, desto höher sollte die Prämie sein. Dann sollte C größer 0 und E kleiner 0 sein. So, jetzt sehen Sie, warum ich Bevölkerung und Fläche getrennt aufgeschrieben habe, damit Sie hier nochmal einmal um die Ecke denken müssen. Je höher die Bevölkerungsdichte, desto wahrscheinlicher sind Unfälle, hatten wir ja in der Vorlesung festgehalten. Das macht Sinn, das Argument. Aber wir haben hier nicht die Bevölkerungsdichte, sondern nur die Gesamtbevölkerung und die Fläche. Und wenn wir dann mal den marginalen Effekt der Bevölkerung aufschreiben, dann haben wir C plus E mal Fläche. Okay. Und die Tatsache, dass die Bevölkerungsdichte hochgeht, Bevölkerungsdichte hochgeht, die modellieren wir dadurch, dass die Bevölkerung hochgeht und die Fläche runter, zum Beispiel, ne? Und von daher
Okay, die Aufgabe habe ich schlecht gestellt. Da muss ich noch mal drüber schauen, ne? Das ist ein bisschen schlecht gestellt. Ja, die hätte ich anders formulieren müssen, ne? Die können Sie ignorieren. Dann, nächste Aussage. D beschreibt den Marginaleffekt der Fläche auf die Prämie in einem Bundesland mit genau einem Einwohner. Was ist D? D ist hier der Effekt der Fläche. Was ist der Marginaleffekt der Fläche? D plus E mal Bevölkerung, ne, wegen dieser Interaktion hier. Und D können wir nur für sich genommen interpretieren, wenn hier das hinten 0 ist und das hinten ist 0, wenn wir für Bevölkerung 0 einsetzen und nicht 1. Von daher ist die Aussage falsch. Letzte Aussage. F größer 0 und G kleiner 0 bedeutet, dass höhere Einkommen mit einer höheren Prämie verbunden sind, dieser Trend aber mit steigendem Einkommen immer schwächer wird. So, also hier geht es um den marginalen Effekt des Einkommens. Schreiben wir auf. F plus G mal Einkommen. Und wenn gilt, dass F positiv und G negativ, dann heißt das ja, mit höherem Einkommen steigt zwar der marginale Effekt, das steckt in dem F drin, aber mit höherem Einkommen gilt auch, dass hier hinten dieser Term größer wird und dieser Term fließt negativ in den Gesamteffekt ein, wegen diesem Vorzeichen von G. Das heißt, je höher das Einkommen, desto kleiner wird der Gesamtterm, ne? Obwohl er immer noch größer 0 ist. Und im Extremfall, wenn der hintere Term ganz groß wird, dann kann der Gesamteffekt auch noch kleiner 0 sein. Aber das ist egal, denn die Aussage, die wir hier suchen, ist ja, dass erstens höhere Einkommen sind mit einer höheren Prämie verbunden. Check, hier oben. Und dieser Trend wird mit steigendem Einkommen immer schwächer. Check. Das ist hier dieses negative Vorzeichen. Okay. So, nochmal, das hier ist schlecht formuliert. Da muss ich nochmal drüber schauen. So. Jetzt haben Sie mal für die drei Aufgaben, die wir in der Übung letzten Freitag gemacht haben, gesehen, wie eine Klausuraufgabe, und zwar spezifisch eine Multiple-Choice-Aufgabe, aussehen könnte. Ja, ich habe ganz bewusst jetzt Ihnen nur Multiple-Choice-Fragen gezeigt, einfach nur, um zu zeigen, dass es hier nicht, dass es, auch wenn wir Multiple-Choice machen, geht es nicht um Auswendiglernen, sondern um Verständnis und auch um Transfer, je nachdem. Wie schwer das gestellt ist. Es wird trotzdem ein oder zwei offene Aufgaben geben, wo Sie auch kreativ sein können. Ja, aber der Großteil der Aufgaben, wie ich schon angekündigt hatte, wird Multiple Choice sein. Genau. So, wenn Sie jetzt zu den Aufgaben, die ich Ihnen heute gezeigt habe, Fragen haben, können Sie die am Freitag nochmal stellen oder vorher. Und wenn Ihnen noch irgendwelche Wiederholungsfragen einfallen, dann ja, posten Sie sie einfach im Forum, wenn möglich bis morgen, damit ich ein bisschen Zeit habe, das vorzubereiten. Und ansonsten sehen wir uns an einem Freitag und ich ja, gehe am Freitag nochmal ein auf den genauen Ablauf der Klausur und wie die Klausur aussieht. Und am Freitag werde ich auch einen Beamer dabei haben und das Ganze aufzeichnen, falls Sie freitags grundsätzlich nicht können. Okay, dann bis Freitag.